Moin moin und herzlich willkommen zurück zu... Klemmo, ich muss hier was trinken. Let's play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Stay away for the Destiny Duel. Ja, wir sind auf Ebene 3. Wir haben es fast geschafft, noch ein ganz kleines bisschen. Und wir machen natürlich weiter. Los geht's. Willkommen in Arcanas Raum, als wir uns zuletzt trafen. War sehr amüsant, aber ich fürchte, dieses Mal muss ich härter spielen. Wenn du weitermachen möchtest, musst du zuerst mich besiegen. Klingt ein bisschen dramatisch, oder? Nun, das macht die Show jetzt richtig spannend. Ja, los geht's. Nächster Raum, nächstes Glück. Auch hier werden wir als Sieger hervorgehen, da bin ich mir todsicher. Schauen wir erstmal. Er ist ein Magier. Oh Gott. Er ist ein Magierspieler, ich bin Magierspieler und ich habe nur Magier auf der Hand. Schwarzer Magier, schwarzes Magiermädchen und Magier schwarzen Chaos. Yay! Das Ultimate Trio. Oh mein Gott! Das hat mir... Oh Gott, noch ein schwarzer Magier. Das ist bitter. So, Schnappstahl. Klauen wir uns erstmal das Monster. Und opfern es direkt für unser schwarzes Magiermädchen. Wow, du hast eine Karte verschwendet. Für ein dreckiges Billigmonster. Gut, dann werde ich dein Monster jetzt mal eben locker töten. Das geht mir nämlich am Arsch vorbei. Bäm! So, Arcana. Dein Zug. Ja, im Moment bin ich ziemlich enttäuscht von der Pyramide. Ich habe wesentlich mehr erwartet. Spannendere Duelle und so. Wisst ihr, was ich meine? Halt und so. Na egal. Gucken wir einfach mal, dass wir weiterkommen. Ich weiß, ich denke, ich weiß schon, wer uns im letzten Raum erwarten wird. Ich weiß nicht, ob das random ist, jedes Mal. Aber er wird es sein. Ich sage noch nichts. Ich spoiler nichts. Lasst euch überraschen. Yeah. Yeah. Das klang gerade ziemlich krank, würde ich sagen. Tja, auch das wird dir nichts bringen. Du bist schon so gut wie erledigt, mein Freund. Du kannst nicht alles haben, das genügt den Sonnenschein. Wir werden dich jetzt verprügeln und hauen dir welche in die Fresse rein. Yay. So. Angriff annullieren. Ich hab schon Angst. Du hast ein Monster übrig. Oh, wirst du es jetzt opfern? Ich sollte nicht so eine große Klappe haben. Ha! Elegante Wohltäterin! Aktivier dich! Oh Gott, so viele gute Karten. Was machen wir da? Hier, dunkle Magier abwerfen und nochmal dunkle Magier abwerfen. Dann opfern wir unser Monster für Jinzo. Also Schieferkrieger wird geopfert. Hier unser dunkles Magiermädchen. 2600 Punkte. Krass! So, dann setzen wir für hier voreiliges Begräbnis ein. Und holen unseren dunklen Magier zurück. Oder auch den schwarzen Magier, den dieser Arcana eigentlich benutzt. Dann benutzen wir noch die Axt der Verzweiflung. Auf den schwarzen Magier. So, und jetzt greifen wir an. Das müsste es dann schon wieder gewesen sein. Das war ein ziemlich fixes Duell dann. Attacke! Bitte, was? Are you fucking serious? So ein Drecksmonster benutzt du? Ach du dummer Kacknoob, ey. Mann! Ich hab gedacht, in diesem Zug mache ich ihn down. Hätte ich mal zuerst... Ach, das hätte ihn auch nicht down gemacht. Mann! Danke, danke, Arcana. Du hast alles nochmal hinausgezögert und zieht auch noch das, was er braucht. Du kleiner, dreckiger Klappspatz. Ja, das war's jetzt aber. Er kann nichts machen. Er hat seinen Zug beendet. Das ist der Sieg für uns, würde ich sagen. Das war die falsche Taste. So. B-Taste, Kampfphase und los geht's. Jinzo, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Und wie in der Serie wird auch hier das schwarze Magiemädchen ihn erledigen. Bam! Tja, das war Arcana. Ja, das ging ja relativ gut, würde ich sagen.
Das ist das zweite Mal, dass du meine Show ruinierst. Ah gut, das ist wirklich dramatisch, oder? Es gibt noch andere in den Räumen da vorne, die du besiegen musst. Und ich glaube, du wirst nicht überleben, um die Geschichte zu erzählen. Voll krank, ey. Du wirst nicht überleben, was soll das denn? Ja, Leute, das war Raum Nummer 3. Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat dieser Part auch gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Stay Away for the Destiny Duel. Haust rein, bis zum nächsten Mal, tschüss. Euer Dengoku.